So, da sind wir wieder nach einer kleinen Aufnahmepause und inzwischen hat sich einiges getan. Naja, eigentlich nicht wirklich. Ich habe den Shader-Mod, wie man sieht, der ist jetzt in der neuen Version draußen. Den habe ich jetzt mal installiert. Jetzt leuchtet es hier unten nicht mehr so ganz dubios. Das heißt, es sieht hier alles ein bisschen stimmiger aus. Ach, ich muss den Monster wieder einschalten. Das mache ich jetzt mal gleich. Machen wir mal normal hier einfach. Und was ich noch machen wollte, Optionen. Das hatte ich ja versprochen auf der Facebook-Seite. Das machen wir natürlich auch. Momentan spiele ich ja mit dem Gronkh Language Pack. Und jetzt mache ich mal das Let's Help Gronkh Language Pack. Das hatte ich ja versprochen, dass ich das mache. Also, zack. Da ist die Schrift. Vorsicht, Insider-Alarm. Aha. Da ist die Schrift wieder klein geworden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe hier mal Grafikeinstellungen ausbalanciert. Schöne Texturen. Das sieht ja alles noch recht harmlos aus. Es mutet harmlos an. Zurück zum Spiel. Achso, ich bin jetzt auf der E mit dem... Hier haben wir zum Beispiel Cleanstone, Gleise, Knochen, Silberspitzhacke. Sticky. Stickies. Silberbarren. Koblee. Ach, das gute Koblee. Sprengpulver. Holzheimer. Silberaxt, Silberscharpitzhacken und Kampfaxt, Holzstüfchen. Ach, die guten Stüfchen. Ach ja, Pfeile und Sand und den Rest, das erkunden wir jetzt nach und nach. Ich will jetzt nicht eine halbe Stunde hier rumhängen. Ja, wie man sieht, die neue Version vom Shader-Mod läuft auf jeden Fall hundertprozentig bugfrei. Nein, natürlich nicht. Die hat jetzt auch irgendwie so komisch, wenn ich mich jetzt so schnell umgucke, hat die so ein bisschen Schlieren. Das musste ich ein bisschen anpassen, weil das alles völlig übertrieben war. Habe ich nicht auf Mickey Dingens normal gemacht? Ja, ich müsste jetzt eigentlich bei der Monsterfalle. Also pass mal auf, ne? Es gab ja ganz viele Experten. Gronkh, du musst ja unbedingt 23 Blöcke in die Tiefe bauen. Du hast von nichts eine Ahnung. Ich habe das nämlich mit meinem Diplom, habe ich das selber ausgerechnet. Mit meinem Zentimetermaß bin ich im Gang rumgekraucht und habe selber ausgetestet und nicht irgendwo anders gesehen. Und jetzt versuche ich zu klugscheißen. So, pass mal auf, es ist nämlich so, also ich musste das gerade so überspitzen, weil es war wirklich schon relativ ätzend. Es ist so, ich habe das natürlich selber ausgemessen, auch in der Kopie. Da habe ich da oben ein kleines Wasserbad angerichtet und habe das selber mal ausgetestet, pipapo. Und das funktioniert auch alles super. In der Kopie ist es nur leider so, dass das Ding hier eine Etage höher ist. Und allgemein, wenn ich hier 23 Felder in die Höhe... Ja, wenn ich 23 Felder in die Höhe gehe und da das Wasserbad mache, also die Wasserbremse, so heißt das Ding, kann man übrigens auch wunderbar für Fahrstühle einsetzen. Wenn ich die da oben mache, dann passiert Folgendes. Dann können wir nicht mehr die Spawning Drones alle mitnehmen. Dann können wir nicht mehr die Spawning Drones alle mitnehmen. Das heißt, die Spawning-Etagen, die wir noch reinkloppen wollen, die würden dann nicht mehr gehen, weil die unter dem Wasser wären. Deswegen werden wir früher oder später das Ding hier sowieso noch optimieren. Das mache ich dann vielleicht in längeren Aufnahmen oder mal gucken. Ich muss mal schauen. Ab März, April rum habe ich hoffentlich wieder wesentlich mehr Zeit als jetzt momentan, wo alles so hoppla hopp ist und tausend Sachen auf einmal kommen und man ständig nur am Rumreisen ist. Auf jeden Fall, da werden wir wahrscheinlich die Monsterfalle auch nochmal ein bisschen... Schnauze! Auf Vordermann bringen. Und hier kann man jedenfalls schon Experience Points sammeln. Das sind jetzt nicht ganz so viele Monster. Das ist ein bisschen lushy noch. Da fehlen uns noch die anderen Spawning-Etagen und. Da muss man auch ein bisschen was basteln. Und einige Monster zerflatschen halt hinten, weil die tiefer fallen als 23 Blöcke. Die kommen dann aus der obersten Etage. So, generell funktioniert es so. Also, ne, für die Leute, die es nicht kennen, generell funktioniert das so, ich stelle mich jetzt hier einfach mal hin. Wenn ich Escape drücke, friert der Zombie da hinten ein, ne, das bringt nichts. Wenn ihr selber so eine Experience-Maschine habt, dann drückt ihr einfach auf das Inventar. Man sieht hier hinten noch ein bisschen rumfisseln, da springt der Zombie. Das heißt, mit dem Inventar offen kann ich jetzt auch irgendwie ein anderes Programm wechseln, kann irgendwas ganz anderes machen und hier plumpsen weiterhin... Hey, hör auf zu nicken. Hör auf zu nicken. Du Sau, hör auf zu nicken. Und hier plumpsen... Das reicht aber. Da plumpst dann... Ja, da plumpst dann auf jeden Fall weiterhin brav natürlich Viecher durch die Gegend. Dann kann man da erstmal Monster sammeln und. Was hier natürlich gerade sehr super funktioniert. Ey, voll super. Bla 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 bla. Zombie-Geschwafel. So, wir wollen jetzt aber erstmal hier ein bisschen raus. Weil ich kann es hier selber nicht mehr sehen. Ich habe da jetzt so lange gebastelt. Das macht zwar auch Spaß.
Ja, natürlich willst du nicht sterben. Das ist aber dann auch eher dein Problem, nicht meines. So, und hier müssen wir mal gucken, dass wir die Wasserzuflüsse ein bisschen optimieren, damit die hier nicht so rumhampeln, sondern damit die da auch ins Wasser reingetrieben werden. Das heißt, die Monsterfalle selbst lässt sich auch noch ein bisschen optimieren. Außerdem sollte man nicht das Diamantschwert für den ganzen Kappes verschwenden. So, da treibt sich gerade ein Creeper herum. Geh ins Wasser. Los, geh ins Wasser. Ach, wie kommen wir denn jetzt... Ach, draußen ist sowieso gerade Nacht. Wieso leuchtet es denn dahin? Ach, der Mond leuchtet so. Ich habe übrigens mal ein bisschen noch bei diesem... Bei der Mod habe ich noch eingestellt, dass es ein bisschen heller ist, ne? Dass die Dunkelheit nicht ganz so dunkel ist. Das heißt, ihr solltet jetzt hier im Schatten auch ein bisschen besser sehen. Obwohl ich das persönlich schon ein bisschen zu hell finde. Da kommt in Höhlen dann ja nicht unbedingt mehr Spannung auf. Ich traue mich momentan ehrlich gesagt gar nicht raus. Und das liegt eigentlich an dem Creeper da hinten. Wir müssen hier unbedingt mal eine Möglichkeit finden, nach oben rauszubauen. Leitern habe ich sogar dabei. Holz hätte ich auch dabei. Können wir hier vielleicht ganz provisorisch irgendwo mal irgendwas einrichten, damit wir hier so einen Scheiß dann nicht mehr haben? Oh. Wahrscheinlich kommt da gleich irgendwas Fieses runtergesegelt. So, kommt man hier rein. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich so wunderhübsch. Ich probier's mal da. Ist jetzt nur provisorisch. Wir werden gleich was ganz anderes machen. Und... Ach, ich habe die Musik übrigens wieder auf ganz laut gestellt, sehe ich gerade. Weil ich hier nebenbei immer, wenn ich... Ich muss gerade ganz viel programmieren und dann habe ich hier die Playlist immer laufen. Dann stelle ich immer die Lautstärke um. So, das hier ist eh noch alles so ein bisschen suboptimal, würde ich mal sagen. Ich glaube, hier machen wir uns eine ganz andere Hütte draus. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen. Ist ja auch wunderprächtig. Gleise lasse ich erstmal hier. Cobblestone lasse ich erstmal hier. Zack. Die alten Cobbles. Und hier mache ich das dann auch. Ich glaube, das mache ich alles mal ganz anders hier. Ganz anders. Schnauze voll hier. Was ist denn das hier für eine Stümperei mit der Erde da unten? Wer baut denn so? Gott, da würde ich mir nie ein Let's Play angucken von so einem Mistkerl. Und ich habe das Gefühl, die Musik ist immer noch laut, obwohl ich jetzt runtergestellt habe. Liebe Musik. So, minus 12 Dezibel. Das müsste doch jetzt eigentlich reichen. Okay, da geht's dann genau so herunter. Boah, die Spinnen nerven zum Glück auch überhaupt nicht auf Dauer. Alter, wie viele sind denn das? Ich muss da mal ein Sicherheitssystem für die Spinnen machen. Ich mach da mal eine kleine Einkerbung oder sowas. Damit die uns hier nicht irgendwie entgegensemmeln oder so. So, ich glaube, das ist jetzt auch nicht sehr schlau, hier rauszugehen. Ach, weißt du was? Ah! Wie spät ist es denn, verdammt nochmal? Und wieso nerven diese Spinnen so? Pass mal auf, gegen die Spinnen tue ich jetzt mal was. Das reicht mir jetzt langsam. Kommt alle runter, kommt alle runter. Genau, brecht euch mal alle schön die Knochen. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Arachnophobia. Oder Eight-Legged Freaks. So, pass auf, wenn wir schon mal da sind, wenn da unten so viele Viecher rumhängen, dann gehen wir mal ganz kurz runter. Fleisch. Ja, das kann ich auch. Dann gehen wir mal ganz kurz runter und sammeln mal ein bisschen Experienze. Das heißt, oh, das arme Schaf. So, la 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 la. Würde natürlich ein bisschen schneller gehen,
wenn... Das ist doof hier noch. Ich müsste eigentlich das ganze Ding einen vorbauen. Und da müsste ich für die Spinnen immer noch Rillen reinbauen, damit die sich nicht wieder hochhangeln können. Ne, Spinni? Siehst du doch genauso. Ja, ist ja gut. Jetzt bist du eh tot. Da ist doch Wurst. Ja, also wir könnten hier noch ein bisschen mehr XP sammeln, wenn da nicht dauernd alle sterben würden. Ach, ich kann ja auch durch den Arsch der Welt wieder raus. Jetzt spiele ich ja schon wie lange? 10 Minuten und bin immer noch nicht rausgekommen. Aber da die Sonne wieder aufgeht, gehe ich jetzt mal nach oben. Ich hoffe, das ist die Sonne. So, ich habe nämlich keine Lust, dass uns irgendwas hier den Berg da oben wegsprengt. Das, jetzt gehe ich mal... Du kannst aber mal die Freze halten, mein Freund. Sonst steige ich dir aufs Dach und mach die Luke zu. So, Moment. Kitzelt das. Kitzelt so. Nein, die Nase juckt nicht. Nein, nein, das ist alles nur Fake. So, jetzt bloß schnell weg. Oh, keine Monster. Das Stöhnen bin ich, das ist ganz normal. Ich bin dein Vater. Ja, das bin ich nämlich sehr wohl. Ich bin von ganz böser Natur. Da war doch gerade noch eine Spinne. Hey! Nein! Ach, verdammt, ich vergesse es immer. Oh nein, nicht die Hundis. Ach, Mensch, warum nur? Na, zum Glück waren das nicht alle. Ja, kommt mal ran hier, ihr Kläffer. Hm? Idiotenhunde! Zu jeder Stunde sehe ich Idiotenhunde. Da komm her. Ja, brav. So, ihr Scheiß alles da draußen. Kommt gefälligst rein, bevor der Vater euch hier mal eine Schelle mitgeben muss. Dann prügel ich euch ins Gatter. Das ist hier Kindererziehung wie auf RTL 2. Dann setzt es hier die Faust in den Nacken, damit hier Ruhe ist. So, war's das? Ne, na, natürlich nicht. So, komm ran hier, sonst gibt's die Dampframme. Du auch. Komm ran hier. Na also, jetzt lass mich durch. Ich bin hier der Chefarzt. So. Ist jetzt... Doch, ist Ruhe? Mann, meine Nase kitzelt gerade so, das ist ja unfassbar. Irgendwer jault hier, ist mir auch egal. Wenn ihr hier dauernd so ausbüchst, ich weiß, ihr wollt mir helfen. So. Ach, hier war natürlich wieder ein Enderman. Hannes Benderman war da wieder unterwegs. Okay. Ach nein. Ich Idiot. Ich hab die Artworks geändert. Ich glaube, ich mach gleich nochmal. Ich hab die Artworks geändert und hab vergessen, die Datei. Ach, ich hab natürlich alles gemacht, nur das wieder nicht. Ich glaube, übrigens, die Bäume wabbeln jetzt wie so ein alter Glibberpudding. Wollte ich nochmal sagen. Es soll Wind darstellen. Sieht man auch an den Gräsern. Die Gräser sind jetzt sehr schön am Herumschwingen. Das sieht sehr schön aus übrigens. Aber was nicht so schön aussieht, ist das... also das sieht schon schön aus natürlich, keine Frage. Aber ich wollte noch was anderes anzeigen. Deswegen unterbreche ich mal ganz kurz die Aufnahme. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss. So, da sind wir auch wieder zurück. Und was sich jetzt geändert hat, man sieht es bereits. So, da haben wir unser erstes Artwork. Ja, ich denke, man erkennt es ganz gut. Ich habe es deswegen genommen, weil es gerade zu einem aktuellen Geschehnis war. Ich erinnere mich da an gewisse Folgen unterirdisch in einer gewissen Monsterfalle, wo uns ganz professionell die Lava entgegenkam. Ich müsste hier auch mal mehrere Bilder aufhängen eigentlich. Ich glaube, da mache ich wirklich mal mehrere Bilder, dass man mehrere parallel machen kann, weil momentan ist da auch so eine Flut an Artworks. Und dieses hier von der unglaublich begnadeten Nasty, die ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder diese Frau schon rausgehauen hat. Die ist eine Arbeitsmaschine, das gibt's gar nicht. Und zack, schon wieder Neues und zack, schon wieder Neues. Und da waren auch Bilder dabei mit Schafsbanking und ja, Rektaluntersuchung. Ich erinnere mich da an lustige Bilder, die ich ja auf der Gamescom dann auch noch nachholen muss. Das war ja versprochen. So, und damit haben wir jetzt das erste User-Artwork endlich mal hier im Let's Play verewigt.
Und ich werde mir wahrscheinlich auch wirklich nochmal die Mod installieren, wo man sich ganz viele Bilder zusätzlich reinhauen kann. Dann kann ich hier eine kleine Galerie eröffnen irgendwo, vielleicht da in der Bergbude. Mal schauen, da finden wir bestimmt noch was. Aber jetzt erstmal wollen wir ganz dringlich ein bisschen klumpertsch loswerden und dann werden wir uns mal auf eine kleine Reise machen. Ich bin am Überlegen, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Pass mal auf, ich schmeiß das hier einfach mal ganz lieblos rein, oder? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ja, Schaufeln haben wir noch dabei. Einerseits, Pfeile pack ich mal, wow, lass ich die andere Kiste. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Hör auf zu jaulen da draußen, wärmer wird's auch nicht.